In der Werkstatt wird wie selbstverständlich Leim zum Verbinden von Holz und Holzwerkstoffen verwendet. Doch wie funktioniert Holzleim eigentlich? Die meistverwendeten Klebstoffe für Holz sind Dispersionsleime auf Polyvinylacetat-Basis, auch PVAC-Weißleime genannt. Das Polyvinylacetat dient bei ihnen als Bindemittel. Das PVAC ist nicht im Wasser gelöst, die Teilchen sind vielmehr fein im Wasser verteilt, weshalb man von einer Dispersion spricht. Die meisten PVAC-Weißleime verwenden kein Lösungsmittel und sind deshalb recht umweltfreundlich. Sie werden in der Regel gebrauchsfertig geliefert, sind einfach in der Anwendung und gut zu lagern. Beim Zusammenfügen der Teile ist der Leim noch feucht. Seine Festigkeit erreicht der Weißleim durch Diffusion des Wassers. Das heißt, das Wasser verdunstet oder wird vom Holz aufgenommen. Höhere Temperaturen lassen das Wasser schneller verdunsten und verkürzen so das Aushärten. Beim Verkleben von Holz, nichts anderes ist das Leimen, spielen zwei Kräfte eine wichtige Rolle. Die erste Kraft ist die Adhäsion. Die Adhäsionskräfte lassen einen Stoff an einem anderen Stoff anhaften, weshalb die Adhäsion auch Anhaftekraft genannt wird. Beim Leimen sorgt die Adhäsion dafür, dass der Leim an der Holzoberfläche haftet. Die zweite wichtige Kraft ist die Kohäsion. Dies ist die Kraft, die einen Stoff zusammenhält, weshalb man bei der Kohäsion auch von Zusammenhangskraft oder innerer Festigkeit spricht. Beim Leimen hält die Kohäsion den ausgehärteten Klebstoff zusammen. Die Kohäsion wirkt aber auch im Holz und hält dort die Holzfasern zusammen. Ziel einer Verleimung ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Adhäsion und Kohäsion. Wird eine Verbindung belastet und ist die Adhäsion des Leimes stärker als die innere Festigkeit des Holzes, wird die Verbindung im Holz brechen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sehr weiche Hölzer mit normalem Weißleim verleimt wurden. Wir sprechen dann von einem Kohäsionsbruch. Auch wenn der Weißleim eine feste Verbindung mit dem Holz eingeht, jedoch bei Belastung selbst bricht, sprechen wir von einem Kohäsionsbruch. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Leim falsch oder zu lange gelagert wurde. Dagegen sprechen wir von einem Adhäsionsbruch, wenn der Leim nicht fest am Holz haftet. Hierfür können beispielsweise einseitiger Leimauftrag, Verschmutzungen der Holzoberfläche oder Harze und Öle im Holz die Ursache sein. Beim Leimen ist es also wichtig, die Holzoberfläche vorher gründlich zu reinigen. Zudem sind gewisse Zeiten zu beachten. Oft wird in der Beschreibung eines Leims die offene Zeit bzw. offene Wartezeit genannt. Dies ist der Zeitraum vom Auftragen des Leims bis zum Zusammenfügen der Teile. Wird die offene Zeit überschritten, kann sich ein Film auf der Leimoberfläche bilden und dadurch die Festigkeit der Klebeverbindung verloren gehen. Die sogenannte geschlossene Wartezeit gibt an, wie viel Zeit zwischen dem Zusammenlegen und dem Pressen der Teile bleibt. Wird die geschlossene Zeit überschritten, beginnt der Weißleim auch ohne Druck auszuhärten und verliert dadurch unter Umständen an Festigkeit. Als letzter wichtiger Zeitbegriff sei noch die Presszeit genannt. Sie gibt an, wie lange der Weißleim benötigt, um so weit auszuhärten, dass die Zwingen entfernt und das Werkstück wieder ohne Belastung bewegt werden darf. Zum endgültigen Aushärten, bis alles Wasser aus dem Leim diffundiert ist, benötigen die meisten PVAC-Weißleime noch mehrere Stunden. Wer mehr über die wichtigen Zeiten beim Leimen erfahren möchte, kann sich unser Video zu den unterschiedlichen Tightbond-Leimen anschauen. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, abonnieren Sie den Diktum-YouTube-Kanal. Bei Fragen hinterlassen Sie einen Kommentar.